Ein herzliches Willkommen zu Magic Carpet. Das Ganze ist wieder ein Let's Play, was ich aufnehme. Das Game ist von 1994, 95, scheinbar 95, irgend sowas. Auf jeden Fall relativ alt. Und ich habe es früher mal gespielt. When you're a wizard, trapped in the Netherworlds, and its demon overlord discovers which dimension you've just come from, you have good reason to wonder how long that dimension has left. Before said demon transforms it into an ornament for his throne room. I am free, and I smell the fear of mortal men. Then you remember that promising apprentice you once introduced to the Eldritch Arts. No! Master? I see you have met your new neighbor. Bissolus, Demon Lord of the Netherworld. Neue Nachbarn. Den. Okay, das war das Intro. Muss ja noch ein bisschen in die Mitte schieben vielleicht. Also wundert euch nicht über die Auflösung. Das ist 4:3, das ist alt. Deswegen gibt es links und rechts jetzt schöne Balken. Ja, so wieder zu wir haben das Game hier. Sprache habe ich schon auf Deutsch gewählt, das können wir hier in der Mitte machen. Können wir hier auf Deutsch stellen. Oder Englisch. Sehr schön, dass es Deutsch gibt. Spielnamen, wir heißen Stein. Die Schrift kann man irgendwie sehr unschön lesen, aber was soll's. Gespeicherte Spielstände haben wir momentan keine. Aktuelles Spiel speichern, brauchen wir noch nicht. Spiel verlassen, wobei wir können einfach mal speichern, so. So. Okay, gut. Spielen. Sehr schön. Ihr müsst die äußeren Niederwelten erforschen, während ihr deren Magie erlernt. Euer erstes Ziel ist die alte Stadt Jarvo. Okay, da unten kann man was spielen, neu starten? Nein. Aktuelles Spiel speichern. Gespeichert Spiel laden oder zurück zum Hauptmenü. Okay. Okay. Vielleicht ist die Musik und Soundqualität ein wenig alt, aber das ist halt so. Das ist ein extrem altes Game einfach. Sag ich mal. So, wir fangen hier an auf dieser lustigen Insel. Ach du meine Güte. Also seht's mir nach, wenn ich ein bisschen faile. Fliegt auf meinen Leitstrahl zu. Okay. Das Game ist einfach ein bisschen älter. Das ist halt einfach so. Oh, hier sind kleine Figuren. Oh, guckt euch an. Okay. Dieses Gebäude in Besitz nehmen. Oh, was ist das? Oh nein! Ja. Jetzt hat es automatisch den Zauberspruch geändert. Kann ich jetzt schon eine Burg bauen hier? Ich schieße mir jetzt auf dem Wasser hier eine Burg hin. Was? Burgen können nicht so dicht an. Oh, jetzt. Oh, hier ist meine Burg gekommen. Oh ja. Über das Kontrolltaste kann ich. Ah ja. Ah ja, linke, rechte Maustaste, okay. Was auch immer ich mit Shift tue. Ah, da konnte man dann hier, glaube ich, zum. Ja, anscheinend. Hier die Typen muss ich noch umbringen. Ah ja, ich erinnere mich, das ist so ein bisschen autozielend, wenn man so halbwegs drauf ist. Das würde man sonst eh nicht treffen. Ja. So, ah, da ist noch einer. Da rennt noch einer. Ah ne, das sind andere.
Baut eure Burg so mächtig wie nur möglich und füllt sie mit Mana. Oh, da ist noch irgendwas. Hat irgendwas aufgesammelt. Oh, ein Zauberspruch war das. Was ist das? Speed, glaube ich. Hui. Okay. Dies ist ihre Burg, ja, das weiß ich. Kann ich die Häuser hier einnehmen? Kriege ich da mehr Mana? Oh ja. Aber mehr Mana weiß ich nicht. Feuerfliegen, sie sind tödlich. Zerstört sie. Ich glaube, ich bekomme mehr Mana dadurch. Wenn auch nicht viel, wenn ich die Häuser einnehme. Aber momentan eh nicht so wichtig. Oh, da sind die Feuerfliegen. Oben auf der Karte. Das ist. Die Auflösung ist. Die Originalauflösung ist sehr klein. Oh. Hallo, Feuerfliegen? Wir hauen ab. Oh nein, jetzt greifen sie mich. Nee, greifen sie mich nicht an. Ihr müsst euch vorstellen, ich fliege auf einem. Dafür ist der Speed-Zauber da. Ich fliege auf einem. Au! Au! Und die Stadt ist jetzt sicher, sagt sie mir, okay? Wie soll ich sagen, man fliegt auf einem magischen Teppich. Oh, was ist das hier? Bäume. Warum sind hier Bäume? Ich an. Was gibt's hier drüben? Irgendwas orange. Oh, was ist das? Was nicht auch ein Ausgang oder so? Schreit irgendwas. Die Sichtweite ist auch geil. Oh, hier unten. Ja, guckt's euch an. Die Teile sind böse. Die schießen nämlich zurück. Also die Teile droppen Mana und mit dem rechten Maustaste muss man die einnehmen oder kann man die einnehmen. Was ist mein Spawnpunkt oder was ist das? Gucken wir einfach mal, ob es hier noch mehr gibt, weil eigentlich kann man die Karte schon verlassen, aber ich bin da jetzt noch nicht so 100% begeistert. Oh, da ist noch ein Monster. Vielleicht kann man hier irgendwie tolle Secrets finden. Hier ist noch so ein Ding. Man kann die Häuser hier einnehmen. Da gibt es bestimmt auch noch ein Monster hier drüben. Das ist der weiße Punkt da bestimmt. Oder? Hallo? Oh ja, da unten ist es. Wir müssen zum Ausgang fliegen. So, Mana eingenommen. Eigentlich könnte ich meine Burg fast vergrößern, glaube ich. Oh, was gibt's hier? Schafe. Kann man auch zerstören. Da kommen auch Mana raus. Okay. Okay. Oh, hier ist noch so ein fettes. Ein böses. Jetzt müssten wir eigentlich genug haben, um langsam mal die Burg abzugraden. Oder? Meine Burg ist in der anderen Richtung. Sie müssen jetzt zum Ausgang fliegen. Nein, ich muss nicht zum... Oh, Hilfe ein- und ausschalten. Okay. Hilfemodus aus. Der nervt nämlich. Ich kann meine Burg vergrößern.
Hui, und nochmal. Wir haben mal eine Level 3 Burg. Schön. Und mal, gab's irgendwie eine K. Was ist M? Ah, M ist die Lautstärke. Okay, mal ein bisschen leiser. Nee, lass es auf laut. Ah, Enter war die Karte. Enter war die Karte. Man sieht, wenn ich jetzt da darüber fliege, also die Karte ist unbegrenzt sozusagen. Ah doch, da gab's noch was. Ja, seht ihr das? Hier diese roten markierten... Ah, Spruchzeug. Was auch immer das war. Da war auch eben so eine Fliege, habt ihr das gesehen? Die lebt noch. Lebt noch eine. Und man kann immer in den, auch wenn man die Hauptmission geschafft hat, oft noch irgendwas entdecken. Und ich weiß es nicht mehr genau, ob in dem... Hallo? Geh jetzt hin. Ah, da. Ob in dem Anfangsding auch noch so viel versteckt war oder ob man hier einfach nur einmal rumgeht und... Hier liegt noch... Oh, warte. Da liegt noch Mana. Weil das Game ist natürlich, wie viele so ältere Games, auf Trigger basierend. Das heißt, wenn man hier so durchgeht und irgendwo lang geht, passiert dann irgendwas. Oder in die Nähe kommt irgendwo. Aber ich glaube, das war es dann hier schon so gut wie. Hm, schade. Gut, gehen wir mal zum Ausgang. Aber ich glaube, es war gut, dass wir diese Dinge eingesammelt haben. Ich weiß nicht, wann man den nächsten Zauberspruch bekommt. Mal, ich schieße mal noch ein bisschen. Das dann wächst. Da unten, das hier. Oder wenn man sobald mal was Richtiges abgeschossen hat. Ich weiß es nicht. Weil irgendwann kann man die nächste Stufe von dem Zauberspruch benutzen. Und das geht halt, Genauigkeit, gefundene Zaubersprüche. 100% erlegte Monster. 58. Wahrscheinlich die ganzen Viecher da, die... Mana 28%. Nur 28% des möglichen Manas habe ich bekommen.